Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner hat als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer durchbrochen. Der Start musste mehrmals verschoben werden, weil der Wind zu stark war. Dadurch fiel der Rekord exakt auf den 65. Jahrestag des ersten Überschallfluges. Baumgartner stieg mit einem Heliumballon 36 Kilometer in die Stratosphäre auf. Das ist dreimal so hoch, wie Flugzeuge fliegen. Dann sprang er in einem Spezialanzug ab und erreichte etwa auf halber Strecke Überschallgeschwindigkeit von mehr als 1200 Kilometer pro Stunde. Danach wurde er durch die zunehmende Luftreibung wieder abgebremst und öffnete dann einen Fallschirm, an dem er in diesen Minuten zur Erde zurückkehrt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 15. Oktober.